Begrüße Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, ganz herzlich. Begrüße die Kolleginnen und Kollegen des Rates, die auch zahlreich erschienen sind. Ich begrüße allgemein alle Medienvertreter und alle Damen und Herren, die hier sind. Wir haben heute einen ganz besonderen Anlass und von daher begrüße ich zu diesem besonderen Anlass ganz ausdrücklich den neu gewählten Präsidenten des Europäischen Parlaments, Herr Martin Schulz, herzlich willkommen bei uns. Martin Schulz, die Wahl ist 3 Tage her. Sind vielleicht 3 lange Tage gewesen. Wie haben Sie die Tage erlebt? Seit der Wahl bis heute. Ich bin erstmal froh, dass ich überlebt habe. Das waren 3 anstrengende Tage. Der Tag dieser Wahl, das ist logisch, das ist besonderer Moment. Das Europaparlament ist eine Volksvertretung für 500 Millionen Menschen, die in Europa leben. Hat 754 Mitglieder aus 27 Staaten. Und wenn die einen aus ihrer Mitte zu ihrem Präsidenten wählen, ist alleine der Wahlvorgang natürlich ein besonderer Akt in der internationalen Politik. Wenn man dann im Mittelpunkt dieses Wahlaktes steht, ist das schon auch eine Sache, die einen nicht kalt lässt. Also ich gehöre nicht zu diesen abgebrühten Typen, die da, das hat mich sehr aufgewühlt, weil das ja, das kann jeder nachvollziehen, für den Jungen aus einer kleinen Stadt, wie ich das ja bin, ja nicht Herr Guten, ich bin ja eher in den Niederungen des Lebens geboren. Was hat sich denn schon, ist das schon ein besonderer Moment und die Tage danach sind dann auch besondere Tage. Was hat sich denn da geändert? Ist das Leben förmlicher geworden? Wird man mit Herrn Präsident und einem tiefen Diener begrüßt? Hält einem jeder nun auch wirklich die Tür auf? Oder gibt es auch einfach irgendwie diese lockeren Momente, ruhe Momente, wo man Zeit hat, sich genau von dieser Anstrengung am Dienstag zu erholen? Was hat sich dann geändert? Im Parlament ist das so, wie Sie das gerade beschrieben haben. Da gehen immer 2 Diener vorne weg, die rufen der Präsident und die halten einem auch die Tür auf. Und zu Hause hat sich nichts geändert. Meine Frau hat mich gestern Abend in einer halbstündigen Rede, die ich da gehalten habe, mit dem Hinweis zur Ruhe gebracht, der ist jetzt genug. Also das Wesentliche in meinem Leben hat sich nicht geändert. Danke an die Frau. Wie fühlt man sich denn da, wenn einem die Türen da aufgestoßen werden, 2 Leute vor dem herlaufen? Das ist beeindruckend, klar, aber man muss von der ersten Sekunde an sich vornehmen, das habe ich auch getan, das als ein Privileg hinzunehmen und zu akzeptieren und nicht als eine Selbstverständlichkeit. Und gebe zu, ich bin jetzt nicht der Mensch, der da jetzt besonders drauf abfährt. Also, ob ich jetzt, ob da jetzt einer ist, der mit der Tür aufhält, oder ob ich die selbst aufhalte. Protokollarisch ist das halt so. Der Präsident des Europaparlaments ist protokollarisch die ranghöchste Figur in der EU. Aber das ist schön und macht auch Spaß. Und wenn einer ruft, der Präsident, dann komme ich dann angelaufen. Das ist ganz schön. Früher habe ich das immer aus Scherz, habe ich mir selbst die Türe aufgehalten und gerufen, der Bürgermeister, bin dann da durchgelaufen. Und die Leute im Rathaus können sich da noch dran erinnern. Also das ist schön, aber das spanische Hofzeremoniell muss jetzt für mich nicht sein. Wir haben zum Dienstag, aber auch seither, eine Menge über Martin Schulz, den Menschen, den Politiker, gelesen. Es gab eine Menge Etiketten. Also die Bild-Zeitung sprach vom neuen EU-König. Ja, habe ich ja gelesen. Ja. Der Würselner ist eben schon vorgestellt worden. Das ist dann auch der Junge, der hier beim Jungenspiel dabei war. Das ist der Fußballspieler bei Renania. Wir haben gelesen über den Ehrendoktor der TU Kaliningrad. Klosterschüler ist Martin Schulz gewesen. Buchhändler. Krawalljuso habe ich gelesen. Offizier der französischen Ehrenlegion. Bürgermeister haben wir gehört. Auch heimlicher Chansonsänger habe ich nicht gelesen, sondern gehört. Gab es in dem Interview. FC Köln-Fan. Derjenige, der da geklatscht hat, soll sich bitte gleich melden. Christoph, sehr gut. Bester Schüler in biblischer Geschichte, haben wir auch schon gehört. Stimmt. Das ist die Arche Noah-Geschichte. Mhm. Ja? Ja. Vater von 2 Kindern, da frage ich mich doch,
um mal einen bekannten Buchtitel zu variieren, wer ist er denn und wenn ja, wie viele? Ja, oje, oje, oje. Na gut, das sind ja biografische Stationen meines Lebens, die alle für sich genommen ja ein Teil meiner Kindheit, meiner Jugend, meiner beruflichen, politischen Laufbahn dokumentieren. Das gehört alles zu mir. Was ist denn vom Krawall-Juso geblieben? Der Krawall oder der Juso? Ja, Juso bin ich ja nicht mehr. Bin ja zwischenzeitlich ein älterer Herr. Krawall ist schon geblieben. Also ich bin nach wie vor leidenschaftlich dabei, meine politischen Überzeugungen zu vertreten. Das mache ich auch. Ich habe das ja in vielen Interviews in den letzten Tagen gesagt. Die Kritik, die an den Politikerinnen und Politikern geübt wird, hat häufig zwei Hauptelemente. Die Menschen, die mir begegnen, sagen, ihr redet alle das Gleiche. Man kann euch überhaupt nicht unterscheiden. Ihr redet alle das Gleiche. Und andere sagen mir, man versteht euch nicht. Diese Politikersprache, die ihr da sprecht, das versteht man nicht. Und ich gebe mir Mühe, das ist unangenehm, da machst du dir viele Feinde mit. Ich gebe mir aber Mühe, das habe ich schon hier als Bürgermeister im Rathaus, weil ich sehe ja hier so ein paar Gesichter, die immer Nervenzusammenbrüche kriegten, wenn sie mich hier reinkommen sahen. Ich habe mir vorgenommen, mein ganzes politisches Leben, einen Grundsatz zu beherzigen eines Mannes, der ein großes Vorbild für mich war, Johannes Rau, der einen Grundsatz hatte, sagen, was man tut und tun, was man sagt. So einfach ist das. Und so zu reden, dass die Leute einen verstehen. Wenn ich der Meinung bin, dass einer Quatsch redet, dann sage ich dem nicht, also könnten Sie eventuell nochmal nachdenken, ob das, was Sie gerade zum Ausdruck gebracht hat, möglicherweise nicht ganz durchdacht war, aber ich dem sage, du redest Stoß. So. Und wenn der umgekehrt den Eindruck hat, dass ich Stoß rede, hat er auch das Recht zu sagen, Quatsch nicht so viel. So, also ich finde, wir müssen als Politiker, wenn wir an uns selbst den Anspruch erheben, das Volk zu vertreten, ja, dann müssen wir auch so sein, wie die Menschen im Volk sind. Aber die Menschen sagen, wenn sich die Parteien streiten, dann ist dieser Politikstreit, den wollen wir gar nicht hören. Dann spricht man mit den Parteistrategen, die sagen, wir brauchen Geschlossenheit in der Partei. Wenn wir uns streiten, dann halten die das für Schwäche. Also eigentlich genau das Gegenteil. Man fragt sich ja, wie kann man mit so einer Haltung, Streit zu suchen, so weit kommen? Das ist nicht ganz richtig, Herr Esser. Die Leute sagen nicht, wenn Parteien sich streiten, wir wollen das nicht. Wenn sie den Eindruck haben, da haben Bürgerinnen und Bürger ein sensibles Gespür für. Wenn die Menschen den Eindruck haben, die streiten sich um des Streits willen oder der Streit, der da abläuft, ist in Wirklichkeit eine Show. Das kriegen die Leute mit. Wenn aber Menschen mitkriegen, da wird gestritten in der Sache mit Argumenten in die eine oder in die andere Richtung, das ist authentisch und glaubwürdig. Das kriegen die Menschen an den Bildschirmen ganz schnell mit in den Talkshows, ob da einer sitzt, wie der von Ihnen eben zitierte, viel gerühmte Philosoph, der ja zu jedem und allem was weiß und der auch zu jedem und allem was sagt, Herr Precht. Teilweise interessante Sachen, teilweise finde ich auch ein bisschen was neben der Mütze. Oder ob da einer sitzt, der auch mal zugibt, zu sagen, gibt dem, von denen habe ich keine Ahnung. Also ich würde zum Beispiel jetzt nicht über Astrophysik reden, da habe ich keine Ahnung von. Biblische Geschichte schon eher. Wie ist es denn mit der Leidensfähigkeit? Also als FC Köln-Fan müsste man da was sich auskennen. Da gab es da an der Grenze, da wurde sie ja als erstes mal gefragt, wie siehst du denn aus? Aussteigen, Kofferraum aus? Ich meine, das kennen die Jugendlichen, die hier sind, kennen das ja alle nicht mehr. Aber wenn du dann gesagt hast, naja, da fahre ich heute nicht nach Holland, da fahre ich nach Belgien, da hat es an der belgischen Grenze genau dasselbe. Nur unfreundlicher Zöllner. Also, das ist alles weg. Warum? Weil es die europäische Gemeinschaft gibt. Das hat mich fasziniert von meinen Jugendtagen an. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie bin ich zu Europa gekommen? Ich glaube, diese Erfahrung aus der Schule, natürlich auch in meiner Familie, ich bin in einem sehr politischen Haushalt groß geworden und die Frage der Öffnung gerade unseres Landes, der Öffnung Deutschlands für internationale Beziehungen, das war zum Beispiel in meinem Elternhaus ein wichtiger Punkt und das hat mich sehr geprägt. Wie kann man sich heute begeistern für Europa? Diese Erfahrung, Grenzen zu überschreiten, dass die dann auch nachher weg sind, ist ja nicht mehr zu machen oder jedenfalls nicht mehr so einfach. Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass wir begreifen als handelnde Politikerinnen und Politiker in Europa, dass der Bezug zur Geschichte für die Menschen, die hier, für die meisten jungen Männer und Frauen, die hier sitzen, ein wichtiges Element sicher ist, ein wichtiges Element vielleicht im Schulunterricht, aber wir werden die Begründung für Europa der zukünftigen Generation nicht vermitteln, indem wir immer auf die Geschichte verweisen.
abrissen. Wir müssen vor allen Dingen kapieren, dass junge Leute uns fragen, was habe ich für eine Zukunft, was habe ich für eine Aussicht auf einen Job, was habe ich für eine Aussicht auf meine Ausbildung, was könnt ihr mir eigentlich bieten für die Zukunft? Unsere Überlegung muss ja sein, können, ich sag mal, ich habe das ja in meiner Antrittsrede gesagt, ich bin aufgewachsen mit einem Elternhaus, meine Eltern gehören zu einer Generation von Menschen, die hatten ein Prinzip. Unseren Kindern soll es besser gehen als uns. Und wenn wir uns umschauen, uns geht so gut, meine Eltern hätten nicht im Traum daran gedacht, dass es ihnen mal so gut gehen würde, wie den meisten von uns heute. Ich bin aber zugleich auch Vater in einer Generation von Eltern, die nicht wissen, ob es ihren Kindern in der Zukunft noch so gut gehen wird wie uns heute. Und die Antwort auf diese Frage, wie können wir das absichern, dass es der zukünftigen Generation mindestens so gut geht wie uns, hat etwas mit der Europapolitik zu tun. Und das will ich mal mit einer Zahl belegen, wenn Sie gestatten, Herr Esser. Ich weiß, jetzt geht es auf diese Richtungsentscheidung hinaus, ob sich Europa... Willst du denn jetzt? Ich will es ja nochmal kleiner für die Schüler. Ja, warte doch mal ab, die Schülerinnen und Schüler kapieren dann vielleicht schneller als Journalist. Yeah. Wir haben heute, machen wir mal die Probe aus Exempel, wir haben heute 8% der Erdbevölkerung, die 500 Millionen Europäer, die in den 27 Staaten der EU leben, sind heute 8% der Erdbevölkerung. Heißt im Umkehrschluss, 92% der Menschen auf diesem Stern leben nicht in Europa, sondern woanders. In Asien, in Afrika, in Amerika, in Lateinamerika, und die schlafen ja nicht. Länder wie China oder Indien sind ja nicht am Pennen, die steigen auf. Im Jahre 2040, also wenn wir beide schon hoch betagt sind, aber die Männer und Frauen, die hier sitzen, mitten in ihrem Berufsleben stehen, ihre Familien gegründet haben, selbst Kinder haben, dann sind wir noch 4% der Erdbevölkerung in Europa. Und wenn diese 4% sich in ihre Einzelteile zerlegen, dann haben wir eine Situation, dass Deutschland mit 80 Millionen Einwohnern im Verhältnis zu 1,4 Milliarden in China ein Kleinstaat ist. Aber was ist dann mit Belgien oder Luxemburg? Das sind Staaten im Promillebereich der Erdbevölkerung, die überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wir werden unsere wirtschaftliche Zukunft, und die ist die Basis für den sozialen Wohlstand, nur sichern, wenn wir eine Wettbewerbsfähigkeit in der Kraft der 500 Millionen Menschen entwickeln. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit Europas, die Jobs bringt und soziale Gerechtigkeit bringt, die müssen wir heute erkämpfen. Und deshalb, es hat keinen Zweck darauf zu verweisen, dass das Einigungswerk Europa die Kriegsfeindschaften beendet hat. Das hat es auch getan. Die Einigung Europas ist der Sockel, die Basis für die soziale Zukunft der jungen Männer und Frauen. Ich bin gespannt, ob es gleich Fragen gibt, wenn ich eine Lehre suche und Kfz-Mechaniker oder Kauffrau werden will, ob das dieselbe Perspektive ist, dass man die Einigung Europas damit verbindet und die Kraft, die wirtschaftliche Kraft. Also, ja, können wir ja, wenn die Frage kommen sollte, Herr Esser, ja, dann werde ich mir Mühe geben, darauf so zu antworten, dass wir das alle verstehen. Wie passt denn die Begeisterung für Europa mit einem Nationalstolz zusammen? Wir haben ja überall in Europa so die ein oder anderen Geschichten, die wieder auseinanderfallen. Also England, Dänemark, Ungarn, auch nationale Tendenzen in Frankreich, in Deutschland. Wie passt denn? Kann man stolz auf Deutschland sein und gleichzeitig begeisterter Europäer? Ja klar, natürlich. Bundesrepublik Deutschland ist ein moderner Staat. Bundesrepublik Deutschland hat eigentlich eine weltoffene Gesellschaft mit ein paar völlig durchgeknallten Elementen. Das ist in anderen Ländern nicht anders. Ob man zwingend stolz sein muss auf seine Nationalität, das ist eine andere Frage. Ich bin jetzt die letzten Tage immer gefragt, lieben Sie Europa? Da würde ich sagen, ich liebe meine Frau. Aber Europa ist sicher etwas, was mir am Herzen liegt. Wir müssen uns schon selbst gestatten, zu sagen, wir sind in einem Land geboren, dessen Sprache, dessen Kultur, dessen Identität zu uns gehört. Klar bin ich ein Deutscher. Ob ich stolz darauf bin, ein Deutscher zu sein, das weiß ich nicht. Ich bin ein überzeugter Deutscher. Ich spreche Deutsch, ich lebe hier, aber ich bin auch ein Europäer. Ich bin beides. Und ich finde es nicht richtig, dass wir anfangen, Identitäten gegeneinander auszuspielen, sondern wir sollten sie kombinieren. Die Menschen in anderen Teilen dieser Welt sind ja nicht wesentlich anders als wir. Amerikaner zum Beispiel, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn du einen fragst, bist du Amerikaner, sagt er in Texas zunächst, ich bin Texaner. Aber er ist immer auch US-Amerikaner.
warum soll das in Europa nicht genauso haben, dass wir beide Identitäten haben? Ich rate dringend dazu, die europäische Identität gleichwertig zu betrachten. Sonst sind wir ganz schnell wieder dabei, dass sich die Deutschen besser fühlen als die Italiener. Oder die Italiener sich besser fühlen als die Malteser. Oder die Spanier sich besser fühlen als die Portugiesen. Und genau dieses, wir sind besser als die anderen, finde ich falsch. Am besten ist, wir sind alle gemeinsam gleich gut. Oder gleich sehr gut, wenn ich es richtig verstanden habe. Empfehlenswerterweise gleich sehr gut, vor allem in der Schule. Ach, ganz klar, nein. Martin Schulz hat ja eben schon die Errungenschaften, die unsere Generation, wir sind ja nur ein Jahr auseinander, wir hatten damals die gleiche Frisur, wir sind heute bei der gleichen Frisur geblieben. Wir haben also gemeinsam die Erlebnisse dann auch, wir sind auch gemeinsam FC Köln-Fans, also damit da das Gelächter dann auch war schon bevor wir uns kannten, wer schweißt aber zusammen. Also wir haben einige Dinge, wo wir also leidensfähig sind, aber wir haben auch einige schöne Dinge gemeinsam, unser Familiensinn. Jetzt aber zur Frage zurück. Das macht mich natürlich auch sehr besorgt. Und ich hatte am Dienstag einen wunderschönen Moment im Europaparlament mit der Wahl und der anschließenden Ansprache und der Begrüßung dann noch von Martin Schulz, aber ich hatte auch einen sehr erschreckenden Moment. Es waren zwei, ein Fraktionssprecher und ein Fraktionsfreier, die sich dann auch geäußert haben. Und da habe ich dann auch gesehen, dass es in Europa Elemente gibt, die wieder auf diese nationalen Strukturen zurück wollen. Ich bin auch für die Identität aller Menschen, dass jeder sich zu seinen Ursprüngen bekennt, zu seinen Wurzeln, zu seiner Kultur und zu seiner Entwicklung. Das ist hier auch kommunal so. Ein Euschner betrachtet sich erst in erster Linie als Euschner und dann als Würsner. Ein Weidener, Badenberger, das betrifft hier die Ortsteile genauso. Und ich sage immer wieder, wenn das kritisiert wird, ein Mensch kann sich nur gut in ein Gemeinwesen einbringen, wenn er auch zu seinen Wurzeln, zu seiner Identität steht. Das sehe ich auch in Europa so. Und von daher ärgert es mich, dass es in den Niederlanden und auch in Dänemark ja Tendenzen gibt, wieder Grenzen aufzubauen, die ich eigentlich schon vermutet hatte, dass sie der Vergangenheit angehören. Ich hoffe, dass das nur eine vorübergehende Erscheinung ist, weil es würde fatal für Europa sein. Und in dem Sinne der Zukunft Europas, die Martin Schulz eben angedeutet hat, darf so etwas nicht passieren. Und gerade den jungen Menschen, die hier sind, obliegt die Aufgabe, das auch deutlich zu machen. Wir alle profitieren ungeheuer von Europa und empfinden es als selbstverständlich, aber Europa ist nicht so selbstverständlich. Man kann auch Dinge wieder kaputt machen. Ich glaube, keiner will wieder diesen Zustand zurückhaben, auch wenn es da so romantische Grenzaborollchen gab, wenn man über die Grenze fuhr, aber keiner will wieder die Situation, wo... Wie kann man das bei dem Übertritt nach den Niederlanden eigentlich wieder wegkommen, ganz konkret hier, dass wir nicht fotografiert werden, so vorsorglich, bloß weil wir Rauschgift im Kofferraum haben könnten oder Menschen schmuggeln. Ich hatte mit dem zuständigen Minister der niederländischen Regierung, das ist zufälligerweise der frühere Bürgermeister von Maastricht, vor wenigen Tagen ein Gespräch darüber. Ich habe ihm gesagt, ich finde das falsch. Das ist auch in den Niederlanden umstritten. Die jetzige Regierung der Niederlande hat das angeordnet. Es ist ähnlich wie in Dänemark. In Dänemark gab es auch eine Regierung, die Grenzkontrollen wieder einführen wollte. Dann hat es eine Wahl gegeben, da hat die Regierung, die das wollte, die Wahl verloren. Die neue Regierung hat die Grenzkontrollen erst gar nicht wieder aufgebaut. Die haben gesagt, das ist völliger Blödsinn, machen wir nicht. Und die Sicherheit ist in Dänemark nicht schlechter geworden oder besser. Woran man sehen konnte, dass solche Kameras wenig mit Sicherheit, aber ganz viel mit Politik zu tun haben. Da wird behauptet, wir bauen sie auf, damit wir mehr Sicherheit haben. In der Realität wird sie aufgebaut, weil eine politische Partei gesagt hat, wir sind ein unsicheres Land, wenn die Kameras da hinkommen, sind wir wieder sicherer. Das ist eine Scheinsicherheit, die Realität, um auf die Drogentransporte zu kommen. Jeder, der sich ein bisschen mit sowas befasst, weiß, kein Drogenkurier, der mit 10 Kilo Heroin unterwegs ist, riskiert von so einer Kamera gefilmt zu werden oder registriert zu werden. Das, was der macht, ist illegale Transporte, die so vorbereitet werden, dass du nur daran kommst, wenn du die Szene infiltrierst. Das heißt, die Polizei schleust in solche Milieus in der Regel Leute ein,
die zu einem gewissen Zeitpunkt wissen, wann geht der Transport los, wo geht er hin und wann ist er an einem ganz bestimmten Punkt, wo man zugreifen könnte. So werden diese großen. Wenn man mal ein Gymnasium aus Aachen vor 70 Jahren nimmt, wären 3 Jahre später, von jetzt abgerechnet vor 70 Jahren, zwischen 42 und 45, 3 Jahre später, 1/3 der Jungs, die hier sitzen, tot. Ein zweites Drittel der jungen Männer, die hier sitzen, irgendwo weg in der Welt, in Gefangenschaft. Und ein drittes Drittel schwer körperverletzt. 1/3 der jungen Frauen, die hier sitzen, werden Witwen. Ein zweites Drittel vielleicht alleine, irgendwo in einem zerstörten Haus, mit Kindern, ohne Väter. Und das dritte Drittel, wenn nicht verheiratet, zumindest mit einem Bruder oder einem Freund oder einem Klassenkameraden, der nicht zurückgekommen ist. Das ist das Leben der Großeltern. Also das zum Thema, wo leben wir eigentlich? Und wenn du nach Nationalismus fragst, wenn wir den nicht in Schach halten, die Europäische Union hat das geschafft, dass wir das in Schach halten. Aber die Menschen sind ja nicht besser geworden, die Menschen sind die gleichen geblieben. Wenn wir diese, ich nenne die immer die Dämonen des 20. Jahrhunderts, nicht in Schach halten, dadurch, dass wir über die Grenzen hinweg uns verstehen und gemeinsame Organe schaffen, wo wir als Völker gemeinsam unsere Probleme lösen. Wenn du das zerstörst, dann hast du binnen kurzer Zeit genau wieder die Leute, die sagen, jetzt nehmen wir mal alle 18-Jährigen, 19-Jährigen, 20-Jährigen, ziehen den ein paar Stahlhelme auf und dann hältst du immer wieder los. Das ist auch morgen wieder möglich. Deshalb finde ich, so ein Tag wie heute ist ein Tag, wo man mal über so ein Ereignis vor 70 Jahren nachdenken muss. Das ist der Grund, warum ich Europapolitiker bin. Es war ein stiller Beifall. Es ist gar nicht so einfach nach so einer... Was ist Skoda? Volkswagen. Das war ein kleines Beispiel, um zu zeigen, wie unsere Volkswirtschaft mit den Volkswirtschaften dieser Länder zusammenhängt. Kfz-Mechaniker, der dauerhaft ja, Aufträge haben will, einer Automobilindustrie, die auch in Deutschland floriert, muss wissen, die deutsche Automobilindustrie hängt auch ab vom Export. Also ist die Investition in die Wirtschaft dieser sogenannten Krisenstaaten für uns überlebenswichtig. Und was machen Frau Merkel und Herr Sarkozy? Die erzählen der ganzen Welt, wir müssen nur die Haushalte kürzen, damit wir das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen, der Investoren. Also Vertrauen der Märkte ist mir zunächst mal egal. Ich will vor allen Dingen, dass Menschen in Europa darauf vertrauen können, dass sie Jobs kriegen. Und Jobs kriegen sie nur durch Investitionen. Und deshalb will ich denen sagen, eure einseitige Haushaltskürzungsorgie ist falsch. Was wir brauchen, sind Investitionen in Wachstum und in Beschäftigung. Da würde sich eine Menge Fragen noch anschließen. Ich würde gerne Folgendes, wir reden schon eine ganze Zeit viel länger als vereinbart, durch die ganze Fragerunde kommen, Folgendes noch abschließend. Was wird Ihnen, das ist das Ziel für die 2,5 Jahre, wenn erstmal vorläufig die Präsidentschaft beendet wird, was ist dieses Ziel, wenn man sagt, ich habe 3 Sätze, um dieses Ziel zu beschreiben, wie würde das sich dann anhören? Also in 2,5 Jahren sind Europawahlen. Ich würde gerne bei der Europawahl erreichen, dass es eine höhere Wahlbeteiligung gibt. Ich bitte um Verzeihung, wenn ich zweitens sage, dass meine Partei mehr Stimmen kriegt. Ich glaube, das ist erlaubt, dass ein Politiker das sagt, weil ich auch glaube, dass meine Richtung die bessere ist als die der anderen. Und drittens, dass ich in 2,5 Jahren noch so gesund und fit bin, um dann darüber nachzudenken, was ich dann mache. Was wir jetzt machen ist, wir gehen über zur Fragerunde. Herzlichen Dank erstmal. Vielen Dank. Ich glaube, dafür wechseln wir mal. War das denn auch verbunden mit einer Wortmeldung? Eine Frage? Eine Frage. Okay, fangen wir dran. Vielleicht mal kurz vorstellen und dann die Frage. Ich bin Matthias K. vom Euro. Ich bin organisiert in Attac Deutschland. Und meine Frage an Sie, Herr Schulz, ist, wie stehen Sie zu Euratom-Verträgen? Ja, Herr K.
Schön, dass Sie auch Norweger Kollegen sind. Danke sehr. Der Schuld, die ich gegründet habe. Ja, genau. Das ist klar. Ich finde es toll, dass Sie sich engagieren. Dankeschön. Ich glaube, die Euratom-Verträge müssen auslaufen, weil ich ein Gegner der Atomenergienutzung bin und das auch richtig finde, dass Deutschland aus der Nuklearindustrie aussteigt. Ich muss allerdings zur Kenntnis nehmen, dass das leider nicht alle Länder in Europa machen. Sagen wir mal kurz, was die Euratom-Verträge sind. Die Euratom-Verträge sind die Verträge über die Schaffung einer europäischen Atomenergiebehörde, die Anfang der 50er Jahre zum ersten Mal in die Überlegung kam, im Verlauf der 50er und 60er Jahre, aufgebaut wurde mit dem Ziel, die Kernenergie zur zentralen Energiequelle in Europa zu machen. Worin sich zeigt, dass man historische Fehler auch korrigieren kann in uns. Eurobonds fällt ja in letzter Zeit öfter. Was halten Sie davon? Was ist der Sinn davon? Sehen Sie da eine Zukunft? Oder halten Sie das, was jetzt das System ist, für besser? Nee, ich bin für Eurobonds. Ich habe eben gesagt, wir brauchen Investitionen, insbesondere in den Krisenstaaten. Nehmen wir mal ein Beispiel Italien. Italien muss zurzeit, wenn es sich Geld an den Finanzmärkten leiht, 7-8% Zinsen zahlen. Deutschland zahlt gar keine Zinsen mehr, weil der Kapitalzufluss nach Deutschland so groß ist, dass wir Negativzinsen haben. Also im Klartext, die Anleger sagen den Deutschen, nun nehmt doch bitte unser Geld, wir geben euch noch mal dazu. Das ist ein absoluter Blödsinn. Wenn wir Italiener, Deutsche, Niederländer, Finnen, Spanier eine gemeinsame Staatsanleihe auch legen würden, die wir auch gemeinsam verbürgen, würden wir vielleicht 1% oder 1,5% zahlen, die Deutschen, aber die Italiener auch. Und die Differenz zwischen den 8%, die die heute zahlen, und den 1,5%, die sie dann zahlen, könnten die in ihrem Land endlich wieder investieren und damit Wachstum schaffen. Ein Wachstum, ich habe das gesagt, das einem exportorientierten Land wie Deutschland zugutekommt. Deshalb, das weiß auch in Berlin, hören Sie in der Bundesregierung jeder, warum sie nicht kommen. Die Eurobonds hat auch wenig mit Europa zu tun, sondern viel mit der FDP, muss man einfach so sagen. Die FDP kämpft einen Überlebenskampf in der Bundesregierung und sie kämpft diesen Überlebenskampf in dem Glauben, man müsse jetzt diesen Marktradikalismus bis zum Exzess durchhalten, dann würde man schon wieder über die 5%-Hürde kommen. Ich bin aber ganz sicher, dass Bundeskanzlerin Merkel das irgendwann beenden wird. Ja, bitteschön. Ja, also, ich wollte Sie fragen, was Sie dazu gebracht hat, immer alles zu sagen, so wie Sie es denken. Also einfach so frei Schnauze raus. Weil das macht ja nicht jeder Politiker. Ja. Daniel Weg von der Realschule Würsnitz. Tja. Was hat mich dazu gebracht? Ich glaube, meine Mutter und meine Schwester. Also, ich muss jetzt ehrlich bekennen, die Frage hat mich auf den linken Fuß erwischt, weil ich habe da so sehr noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, ich muss jetzt ehrlich sein, es gibt auch Momente, wo ich auch schon mal versuche, so irgendwie um die Ecke zu kommen, aber das macht halt, glaube ich, aber jeder im Leben. Also das ist jetzt nichts Politikerspezifisches, aber nochmal, vielleicht ist die Antwort, Daniel, folgende. Der Kollege Nelles hat eben darauf hingewiesen, ich war 11 Jahre Bürgermeister hier in Würsel. Ich habe hier in diesem Raum, ich war der erste Bürgermeister nebenbei bemerkt, der hier in diesem Raum gewählt worden ist, mit der Kette, die der jemand hat hier. Die übrigens einer meiner Vorgänger mal in Paris vergessen hat und der dann zurückfahren muss, um die Kette zu retten. Und der Mann, der die Kette verwahren muss, sie verwendet, der hat mal einen Herzinfarkt gekriegt. Ich kann der Kämpfer heißen. Ich habe hier in der Kommunalpolitik eins gelernt, in den vielen Jahren, wo ich hier in diesem Rathaus gearbeitet habe, dass Menschen es mehr schätzen, dass sie es besser finden, wenn einer ihnen die Wahrheit sagt und sagt, was er denkt, auch wenn das nicht populär ist, auch wenn die Leute vielleicht anderer Meinung sind oder wenn sie etwas anderes denken oder erwarten. Aber dass einer sagt, das ist meine Position und so denke ich. Und ich belüge sie nicht.
Ich habe ja in diesem Rathaus zum Beispiel oft erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und Dinge in der Sprechstunde haben wollen, die ich ihnen nicht geben konnte. Da hast du immer zwei Möglichkeiten. Du kannst sagen, ja, da denkt man drüber nach und wenn dann eine Verwaltung beauftragen und da erst dabei ist, soll ich mal darum kümmern und so. Und dann gehen die Leute weg mit einer gewissen Hoffnung und nach drei Wochen stellen sie fest, die haben mich da zum Narren gehalten. Oder du sagst ihnen, tut mir leid, geht nicht. Ich kann Ihnen nicht helfen. Ich sage Ihnen das jetzt so offen, auch wenn die sagen ja dann, ich wähle dich nie wieder, oder wie ist das? Aber ich kann Ihnen nicht helfen. Da habe ich in 90% aller Fälle erlebt, dass die Leute hinterher gesagt haben, sie haben ja wenigstens zugehört. Also ich habe den Mut, so zu reden, wie ich es denke, hier gelernt. Am Ende würde ich mal sagen, in meiner Familie und hier im Rathaus. Große und kleine, dicke und dünne, junge und alte, jeder das gleiche Recht. Wenn aber jeder das gleiche Recht hat, muss ich auch das Recht eines jeden Einzelnen respektieren. Wenn ich mich dann dort aber so aufführe, wie ich bin, nach dem Motto, so, jetzt komme ich, muss ich auch damit rechnen, dann kommen und sagen, nee, jetzt komme ich und du schon mal überhaupt nicht. Das heißt, im öffentlichen Raum haben alle was zu sagen. Nur bei dir zu Hause hast du alleine was zu sagen. Wenn du dann in diesen öffentlichen Raum gehst, es gibt ja viele Leute, 95%, 96% aller Menschen sagen deshalb, nee, ich bleibe im Privatleben. Ich gehe nicht ins öffentliche Leben. Ich will mich nicht streiten. Ich will mich nicht streiten. Aber die 4% oder 3%, die ins öffentliche Leben gehen, die müssen vorher wissen, das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, da gibt es richtig was auf die Mappe, weil da wird richtig öffentlich gestritten. Und deshalb, ganz klar, hast du auch da wieder die Wahl. Du kannst da hingehen und sagen, ja, ich mache einen auf angepasst und schleiche mich so ein bisschen durch, da kommst du auch weit. Oder du sagst, nee, hier stehe ich kann nicht anders. Und da musst du natürlich auch damit rechnen, dass du richtig Gegenwind kriegst. Das habe ich in meinem politischen Leben oft erlebt. Ich bin ja aber auch einer, der kräftig austeilt. Ne? Und wer austeilt, der muss natürlich auch einstecken. Also nach dem dritten Mal nicht aufgeben, sondern viertes Mal, fünftes Mal. Nein, du musst ja durch den Euro ausgelöst wurde, am meisten profitieren. Diejenigen, die hier im Saal sitzen, sich an die D-Mark-Zeit noch erinnern können, denen will ich mal zu bedenken geben, dass das größte Problem der Deutschen in den 80er und 90er Jahren die Überbewertung der D-Mark ungefähr 500.000 Arbeitsplätze gekostet, weil das führte dazu, dass amerikanische Produkte billiger als deutsche Produkte waren wegen der Währung. Also die Mark war teuer. Die Mark war teuer und das wollte ich gucken, wie sie klarkommen. 3 Monate später, ja jetzt müssen wir auch den Griechen helfen, aber nur vorübergehend. 3 Monate später, aber jetzt permanent, aber keine Vertragsänderung. 3 Monate später, jetzt müssen wir aber in den EU-Vertrag reinschreiben. Da wurde der EU-Vertrag geändert, jetzt haben wir das Vertrauen der Märkte. 3 Monate später, leider nicht, jetzt müssen wir. Wir haben einen Krisengipfel, März, April 2010 gesagt hat, wir müssen denen jetzt helfen, denn wenn wir ihnen jetzt nicht helfen, steigen die Zinslasten in solch astronomische Höhen, dass die Zinsen nicht mehr bezahlen können. Und da ist einfach eine Unterlassungssünde begangen worden, für die wir heute alle schwer bezahlen müssen. Jedenfalls nach meiner Meinung. Unterlassen habe ich darauf hinzuweisen, dass da oben auch ein Mikrofon steht. Also wer oben auf der Empore sitzt, kann genauso gut Fragen stellen und hier dran auch aktiv teilnehmen. Hier unten gibt es ja, auch oben ist die Möglichkeit. Ja, dann fangen wir doch direkt mal da oben. Also politische Antwort. Wären die Ratingagenturen entmachtet? Unser Problem ist das, was ich eben gesagt habe. Die sitzen alle da rum. Die Frau Merkel hat die FDP im Nacken. Der Sarkozy die Wahl vor der Haustüre. Jeder irgendeine andere, also die niederländische Regierung, hängt ab von dieser Partei von Herrn Wilders, der sie da im Parlament duldet. Da hast du eine konservativ-liberale Regierung. Die hängt ab von einem Anti-Europäer, dessen gesetztes Ziel die Zerstörung der Europäischen Union ist. Da sitzt der Premierminister Rutte natürlich in Brüssel und denkt sich, oh Gott, was mache ich jetzt, wenn ich in mein Parlament komme und denen dies und jenes verkaufe. Und dass Europa sich so langsam in diesem Krisenmanagement bewegt, hat eben etwas damit zu tun, dass es keine klaren Entscheidungsstrukturen gibt, sondern immer im Hinterkopf dieser Vorbehalt, was ist bei mir zu Hause los? Und das genau ist das, was die Ratingagenturen ausnutzen. Und deshalb muss man denen nicht dankbar sein. Im Gegenteil, man muss dem Regierungschef sagen, ihr befreit euch nur aus den Klauen dieser Leute, wenn ihr endlich entschieden handelt und das, was ihr beschlossen habt, auch endlich umsetzt.
Jede Finanztransaktion an den Börsen bringt 40 Milliarden mehr Einnahmen, 0,05% auf jede Finanztransaktion. Mit 40 Milliarden mehr Einnahmen können wir schon eine Menge machen. Also diejenigen, die diese Krise massiv mit verursacht haben, nämlich die Spekulanten, sollen bitte an den Lasten dieser Krise mitbeteiligt werden, nicht immer nur die normalen Steuerzahler. Also Finanztransaktionssteuer, wie hast du gesagt, brauche ich nicht mehr zu wiederholen. Was die Regulierung der Finanzmärkte angeht, das ist eine der zentralen Aufgaben. Wir müssen ganz bestimmte Spekulationsarten verbieten. Also ich bin dafür, dass wir, wenn ich mal ein Beispiel nehmen kann, den Handel mit Kreditausfallversicherungen verbieten. Es gibt da wirklich ein merkwürdiges System. Man kann sich die Versicherungen von Krediten kaufen. Also wenn das geht so, wenn der griechische Staat sich bei einer Bank Geld leiht, sagen wir mal eine Milliarde, dann gibt es eine Versicherung. Für den Fall, dass die das nicht zurückzahlen können, kann die Bank eine Kreditausfallversicherung abschließen. Jetzt ist das so, diese Kreditausfallversicherung, die kannst du aber erwerben. Die kannst du verkaufen. Jetzt gehst du hin und verkaufst diese Kreditausfallversicherung. Es gibt diese Kreditausfallversicherung auch so im privaten Haftungsrecht. Ja, wenn ich also einen Schaden erleide und derjenige, der mir was getan hat, kann das nicht bezahlen, dann kann ich das versichern, dass dann jemand eine Versicherung einschlägt. Richtig, ja. Genau. Jetzt verkaufst du aber diese Kreditausfallversicherung an irgendeinen, der die Versicherungssumme kriegt, wenn du pleite gehst. Das heißt, wenn die Griechen pleite gehen, kriegt nicht die Bank, die ihnen das Geld geliehen hat, die Versicherung, sondern irgendeiner, der diese Versicherung sich gekauft hat. Ich mache das ein bisschen einfacher. Du hast ein Haus und machst eine Feuerversicherung auf dein Haus. Aber ich kann die Feuerversicherung kaufen. Das heißt, wenn dein Haus abbrennt, kriege ich die Versicherungssumme. Brauche ich nur noch einen Brandstifter, dann bin ich in die Macht der Mann. Genau so funktioniert der Handel mit Kreditausfallversicherung. Das muss man verbieten. Ich finde nicht, dass man sowas braucht. Man braucht die Versicherung, man braucht nicht den Handel damit. Spekulation auf Nahrungsmittel. Das ist mein Dauerthema. Es gibt Leute, die verwetten ihr Geld darauf an Börsen, dass in einer vorsehbaren Zeit Nahrungsmittelpreise steigen. Ja, aber wie steigen Nahrungsmittelpreise? Durch die Verknappung der Nahrungsmittel. Wenn es weniger Angebot gibt, steigen die Preise. Wie gibt es weniger Angebot? Durch Flächenaufkauf und Flächenstilllegungen. Also weniger Kartoffel, weniger Weizen, weniger Soja, weniger Mais produziert wird. Dadurch steigen die Preise. Dann haben diese Leute, die darauf gewettet haben, ihre Profite. Das ist für uns kein Problem, weil da gehen wir in den Supermarkt und bezahlen 3 Pfennig mehr oder 3 Cent mehr. Aber für andere Regionen dieser Welt bedeutet das Hunger. Herr Schulz, teilen Sie die Ansicht von Frau Merkel, dass wenn der Euro fällt, fällt auch Europa? Ja, die Ansicht von Frau Merkel teile ich ausdrücklich, weil wir uns darüber im Klaren sein müssen, dass der Euro eigentlich eine sehr, sehr starke Währung ist. Er steht heute bei einem Dollar 29. Als er eingeführt wurde, stand der Euro bei einem Dollar 17. Das ist nach wie vor trotz aller Krisen ein Krisengerede, eine starke Währung. Wenn wir die Währung aufgeben, dann hätten wir folgende Situation. Ich mache das mal am Beispiel Griechenland klar. Es haben europäische Banken und Staaten den Griechen um die, ja, sagen wir mal, mehrere hundert Milliarden Euro geliehen. Darunter auch deutsche Banken, die etwa 80 bis 90 Milliarden Euro an griechische Banken verliehen haben. Wenn die Griechen wieder ihre Drachme einführen würden, ja, da kriegt die deutsche Bank ihr Geld nicht in Euro zurück, sondern in Drachmen. Ich glaube, jetzt kann sich jeder leicht ausdenken, was das bedeutet. Das hat einen Dominoeffekt. Dann brechen die griechischen Banken zusammen. Die können dann den französischen Banken, die ihnen Geld geliehen haben, das Geld nicht zurückzahlen, dann brechen französische Banken zusammen. Übrigens einer der Gründe, warum diese Ratingagenturen da in New York sagen, die Franzosen sind nicht mehr so kreditwürdig, weil dieses Risiko droht. Dann können die französischen Banken das Geld, das sie in deutsche Banken geliehen haben, nicht zurückzahlen. Österreich zum Beispiel ist herabgestuft worden, weil ungarische Banken an die österreichischen Banken ihr Geld nicht mehr zurückzahlen. Also,
Stabilisierung des Euro, wenn das passieren würde, wird Europa auseinanderbrechen. Wenn Europa auseinanderbricht, haben wir eben darüber geredet, was uns dann droht. Deshalb, ja, ich teile die Auffassung von Frau Merkel, bricht der Euro auseinander, bricht Europa auseinander. Frage von der Schülerin davor, war es denn überhaupt eine gute Idee, den Euro einzuführen, weil sonst hätten wir das Problem ja jetzt gar nicht. Die Anonymität des Gladbach-Fans. Ja. Ich heiße Martin Schulz, erst hätte Köln. Okay, wenn wir den Euro nicht eingeführt hätten, hätte Deutschland das Wirtschaftswachstum, das es heute hat, nie bekommen. Die Bundesrepublik Deutschland ist der Hauptprofiteur des Euro. Warum? Wir haben in Europa eine der niedrigsten Inflationsraten, die wir überhaupt in der Welt hatten, in der Geschichte der europäischen Länder. Zweitens, wir haben eine Zinsstabilität in Europa in den letzten 10 Jahren gehabt, die dazu geführt hat, dass viele, viele Länder, und das ist das Problem, die günstige Zinslage, die sie hatten, nicht etwa genutzt haben, um Schulden abzubauen, sondern um zu konsumieren. Also Autos zu kaufen. Autos zu kaufen, Anlagegüter in Häuser zu investieren, Straßen bauen zu lassen, weiß der Teufel was. Kein Land in Europa exportiert mehr Güter, Konsumgüter, Anlagen, Industriegüter als die Bundesrepublik Deutschland. 35% unseres Bruttosozialprodukts in Deutschland kommt aus dem Export und 60% davon geht in die Europäische Union. Das heißt, wir haben von dieser Kaufkraft, von dem Kaufkraftschub, der in Europa durch den Euro ausgelöst wurde, am meisten profitiert. Diejenigen, die hier im Saal sitzen, sich an die D-Mark-Zeiten noch erinnern können, denen will ich mal zu bedenken geben, dass das größte Problem der Deutschen in den 80er und 90er Jahren die Überbewertung der D-Mark im Verhältnis zum US-Dollar war. Das hat in Deutschland ungefähr 500.000 Arbeitsplätze gekostet, weil das führte dazu, dass amerikanische Produkte billiger als deutsche Produkte waren wegen der Währung. Also die Mark war teuer. Die Mark war teuer und das führte dazu, dass deutsche Autos teurer waren als japanische oder amerikanische Autos und deshalb nicht gekauft wurden. Also der Euro hat sich schon bewährt. Übrigens, wir haben keine Euro-Krise. Ich sage das nochmal, der Euro ist eine stabile Währung. Das, was wir haben, ist eine Krise des Managements des Euro. Vor 2 Jahren, muss man sich mal überlegen, vor 2 Jahren, April 2010, fing das in Griechenland an. Was hier wurde da in Brüssel gesagt? Kein Pfennig für die Griechen, sondern gucke, wie sie klarkommen. 3 Monate später, ja, jetzt müssen wir aber den Griechen helfen, aber nur vorübergehend. 3 Monate später, aber jetzt permanent, aber keine Vertragsänderung. 3 Monate später, jetzt müssen wir aber in den EU-Vertrag reinschreiben. Da wurde der EU-Vertrag geändert, jetzt haben wir das Vertrauen der Märkte. 3 Monate später, leider nicht, jetzt müssen wir. Wir haben einen Krisengipfel nach dem anderen, aber nie irgendeine nachhaltige Lösung des Problems. Nämlich, dass die Schulden in der Eurozone gemeinschaftlich abgebaut werden. Diese Überlegung, wir lassen die das alleine machen, das ist für Griechenland heute schon nicht mehr möglich. Jetzt bin ich fertig. Also für wie viel Europa stehen Sie eigentlich? Also Sie sagen ja, dass die Europäische Union das halt gemeinsam stehen muss, dass wir halt eigentlich eine Region sind. Wären Sie dafür, dass jetzt die Nationalstaaten eigentlich aufgelöst werden und dass wir einen europäischen Nationalstaat bekommen, vielleicht dann mit so ähnlich wie in Amerika halt, sozusagen die Vereinigten Staaten von Europa, wie weit kann Europa für Sie gehen? Also wo hört Europa auf? Ich glaube nicht, dass wir die Vereinigten Staaten von Europa bekommen werden nach dem Muster der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Nationalstaat ist eine Erfindung in Europa. Das ist ein Stück unseres europäischen Erbes. Dieses Konzept von Nationalstaatlichkeit war historisch übrigens in Europa verbunden mit Freiheit. Der Freiheitskampf einer einigen deutschen Nation gegen den Feudalismus drückt sich in unserer Nationalhymne aus. Einigkeit und Recht und Freiheit war das Lied der 48er Revolution gegen den preußischen Obrigkeitsstaat. Das kann man nicht abschaffen. Europa muss das auch nicht abschaffen. Die Kultur unseres Landes, die Kultur der Franzosen, die Sprache der Franzosen, die Kultur der Italiener, der Spanier, das gehört zu uns. Europa wird das nicht abschaffen und soll es auch gar nicht. Bin ich nicht für. Der kulturelle Reichtum unseres Kontinents ist, finde ich, ein bewahrenswertes Erbe. Aber wir müssen sehen, dass der Nationalstaat an seine Grenzen stößt bei der Bewältigung von Herausforderungen im 21. Jahrhundert. Ich nehme mal eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Ob Sie, und wenn Sie mal eine Familie gegründet haben, werden Ihre Kinder noch die Luft atmen können, die um uns herum ist, ist eine der entscheidenden Fragen, die wir heute lösen müssen.
Und der Dreck macht nicht an Grenzen halt. Wenn wir den CO2-Ausstoß in dieser Welt reduzieren wollen, ja, dann reicht es übrigens nicht, wenn wir ihn in Europa reduzieren. Er muss vor allen Dingen in anderen Teilen dieser Erde reduziert werden. Wenn wir das durchsetzen wollen, politisch, dann reicht das auch nicht, wenn ein einzelner Staat wie Deutschland auftritt. Aber wenn 27 Länder, die höchst industrialisierteste, wirtschaftsstärkste Region der Erde darstellen, gemeinsam auftreten und sagen, das ist ein gemeinsames Projekt von uns. Also wenn wir eine politische Union von souveränen Staaten bilden, die in den Bereichen, für die sie gemeinsam zuständig ist, gemeinsam handelt, dann sind wir stark. Nach Ihrer Amtszeit sehen, was Ihre Pläne danach machen. Meine Pläne? Ich frage in meinem Amt. Ich sage, dass ich mir über die Zeit nach meinem Amt noch keine allzu großen Gedanken mache, weil ich erst noch 2,5 Jahre dieses Amtes vor mir habe und ich möchte dieses Amt erstmal sorgfältig verwalten und ausüben, was danach kommt. Inshallah.